Wenn die deutsche Politik auf biblischen Rat gehört hätte, wären dem Land Milliardenverluste durch Bürgschaften für Griechenland erspart geblieben. Diese Ansicht vertritt der Gründer der Denkfabrik Beyond the Obvious, auf Deutsch Jenseits des Öffentlichen, Daniel Stelter aus Berlin. Der Wirtschaftsexperte berät Konzerne zu den Herausforderungen, die die Schuldenkrise mit sich bringt. Im alttestamentlichen Buch der Sprüche heißt es: Ein unverständiger Mensch ist, wer in die Hand einschlägt, wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem Nächsten. Diese Weisheit habe sich in der aktuellen Situation als zutreffend erwiesen, sagte Stelter der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Wer eine Bürgschaft leiste, müsse damit rechnen, für die Zahlung auch in Anspruch genommen zu werden. Dies sei allen Politikern klar gewesen, die im Deutschen Bundestag für die Bürgschaften gestimmt hätten. Jetzt zeige sich, dass Griechenland nicht in der Lage sei, das Geld zu einem späteren Zeitpunkt zurückzuzahlen. Gott redet durch die Bibel zu den Menschen. Davon ist der frühere württembergische Landesbischof Gerhard Mayer überzeugt. Auf einer theologischen Podiumsveranstaltung der Universität Nürnberg-Erlangen plädierte der evangelikale Theologieprofessor dafür, Gottes Wort nicht wie profane Literatur zu behandeln. Auch wenn Menschen die Texte der Bibel geschrieben hätten, glaubten Christen, dass Gott durch sie rede. Wir sollten dem Wort Gottes unvoreingenommen begegnen und es sagen lassen, was es uns sagen will. So Mayer, der Lehraufträge an theologischen Hochschulen in Basel und im belgischen Leuven wahrnimmt. Eine pietistische Auslegung rechnet zudem mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Die pakistanisch-österreichische Buchautorin und Menschenrechtlerin Sabatina James hat den Hoffnungsträgerpreis des Württembergischen Gemeinschaftsverbands, die APIS, erhalten. Der Vorsitzende, Steffen Kern, übergab der als Jugendliche zum Christentum konvertierten ehemaligen Muslimin den Preis am Freitag in Schwäbisch Gmünd. Sie sei eine Botschafterin der Religionsfreiheit und des Rechts auf Religionswechsel, sagte Kern. Sehen Sie einen Kommentar von Sabatina James zur Situation christlicher Konvertiten. Ich glaube, es gibt zwar jetzt gerade eine Debatte über den Islam, die ziemlich hitzig geführt wird, aber für die Konvertiten hat sich eigentlich nichts wirklich geändert. Wenn ich auf die Situation der beiden Kirchen schaue, sowohl evangelische als auch die katholische Kirche, ich meine, ich rede von den zwei Großen jetzt, dann muss man sagen, es gibt keine Anlaufstelle für Konvertiten. Und wie wir wissen, ist es ja im Islam nicht so, dass man, wenn man konvertiert, einfach nur eine andere Religion wählt und dann hat man halt eine neue Konfession irgendwo im Pass stehen, sondern man wird mit dem Tod bedroht, man muss flüchten.